Die Kennenlernrunde ist schon vorbei. Es ist Montagnachmittag in einem Seminarraum der katholischen Landvolkshochschule Wies. Dort findet jedes Jahr die fünftägige Liturgieschule statt. Das Thema diesmal: missionarische Liturgie. Also, welche Möglichkeiten bietet die Liturgie, suchenden oder der Kirche fernstehenden Menschen die Nähe Gottes erfahren zu lassen? Ein Thema, das durchaus aktuell ist. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, dass Liturgiefeier nichts Einengendes ist, sondern wenn ich die Liturgiefeier und auch ihre Rubriken und ihren Aufbau der Feiern und alles kenne, die Inhalte kenne, habe ich eigentlich mehr Möglichkeiten, lebendig zu feiern, als man zunächst denkt. Mal die Perspektive wechseln. Darum geht es jetzt im Workshop. Zunächst überlegen sich die Teilnehmer in Kleingruppen, ob und wie die Liturgie, also die religiösen Zeremonien und Gebete, die Menschen heute überhaupt ansprechen und wo es Erklärungsbedarf und Verbesserungsmöglichkeiten gibt. In einem simulierten Streitgespräch beziehen die Teilnehmer unterschiedliche Positionen. Das fand ich total spannend, was dabei rauskommt, wenn man sich wirklich mal einfühlt in die heutigen Menschen mit ihren ganzen Problemen und Nöten und von der Seite her eben auch Kirche neu denkt. Das Thema Gottesdienst feiern mit Suchenden und Fernstehenden ist einfach, weil ich selber auf der Suche bin nach Gottesdienstformen, die mir einfach Kraft geben, wo ich gestärkt rausgehe, wo ich fröhlich herausgehe. Wir müssen im vermehrten Maße auch draußen auf dem Dorf, das sehr katholisch war, geprägt war vom Katholizismus, zugehen auf neu hinzugezogene, auf welche, die nicht getauft sind, die geschieden sind, getrennt sind. Eine schön gestaltete Martinsfeier oder ein Night Fever für junge Leute. Das sind Formen missionarischer Liturgie. Maria Weiland, die heutige Dozentin, ist am Aufbau der City-Seelsorge Memmingen beteiligt und deshalb auch gefordert, den Schatz der Liturgie für andere zu entdecken. Ich glaube, dass Liturgie so als Ästhetik unseres Glaubens ein sehr hohes Potenzial hat, tatsächlich Menschen anzusprechen, auch in Lebenslagen anzusprechen, gerade in besonderen Lebenslagen, wenn Existenzfragen auftauchen. Und wenn Liturgie es schafft, dann diesen Gott, der bei den Menschen sein möchte, nahe zu bringen, durch ihre Formen, durch ihre Sprache, dann ist Liturgie missionarisch. Ganz unterschiedliche Themenfelder hat Pfarrer Ulrich Müller in den 10 Jahren seit Gründung der Liturgieschule aufbereitet. Mal ging es um die Feier des Kirchenjahres, mal um Gesang und Musik in der Liturgie. Ihm ist es wichtig, dass es nicht zu akademisch wird. Es ist eine Mischung von liturgischer Bildung, wo wir wirklich Inhalte vermitteln. Und da habe ich einen großen Ehrgeiz. Wir versuchen das so auf dem Niveau vom Liturgie im Fernkurs zu machen, den das Deutsche Liturgische Institut auch anbietet. Aber das ist das eine. Das zweite ist eben auch die gelebte Feier, die Leute, die hierher kommen sollen, wirklich in lebendiger und stimmiger Weise Liturgie und Gottesdienst erfahren und auch feiern können. Sie können also in manches selber ausprobieren können, was in Ihrer Gemeinde so zu Hause nicht möglich ist. Die Landvolkshochschule Wies bietet dazu optimale Rahmenbedingungen. Nur ein paar hundert Meter von der Wieskirche entfernt. Inmitten der Natur lassen sich Bildung, Besinnung und Erholung miteinander verbinden. Immerhin nehmen sich die Kursteilnehmer extra eine Woche frei dafür. Die Wies ist immer ein Ort, wo sich ganz unterschiedliche Menschen in einer ganz offenen und vertrauensvollen Weise begegnen können. Und das ist eine Chance, gerade auch für so Themen, die einem auch persönlich sehr nahe gehen können, wo dann einfach auch eine Offenheit da ist, Dinge zu erzählen, die vielleicht zu Hause im eigenen Pfarrgemeinderat oder in der eigenen Gemeinde nicht preisgeben würde. Die Atmosphäre, das Miteinander und die besonderen Gottesdienste kommen gut an, wie etwa der Taizé-Gottesdienst. Mit seinem einfachen Aufbau und den meditativen Gesängen eine Liturgieform, die die Menschen berührt. Zur Feier des 10-jährigen Bestehens ist am letzten Tag der Liturgieschule Wies auch Weihbischof Florian Wörner gekommen. Als Leiter des Instituts für Neuevangelisierung weiß er, welche Chancen und Möglichkeiten es gibt, mit Liturgie Menschen für den Glauben zu begeistern. Ich halte das für eine ganz wichtige, außerordentlich wichtige Einrichtung. Ich habe mir sagen lassen, dass in den letzten 10 Jahren etwa 250 bis 300 Menschen aus unserem Bistum und darüber hinaus an dieser Schule teilgenommen haben und sich hineinnehmen haben lassen in das, was wir im Gottesdienst feiern. Das gilt es aufzuschließen
und fruchtbar werden zu lassen fürs Leben. Und genau das haben sich auch die Kursteilnehmer vorgenommen. Man braucht jetzt wieder Zeit, um das, was man erfahren hat, was man erlebt hat, was man miteinander gefeiert hat, dann mit nach Hause zu nehmen und in der Gemeinde vor Ort umzusetzen. Das ist Erholung, also für Seele und fürs Gemüt. Und man nimmt aber einfach, man nimmt wirklich was mit, wo man dann auch daheim umsetzen kann. Es lässt sich das eine oder andere umsetzen. Also erstens trifft man Menschen, mit denen man praktisch über Gott reden kann, das man draußen nicht unbedingt so hat. Zweitens, man kriegt vom kirchlichen internen Sachen ein bisschen was mit und versteht das Ganze eigentlich eher wieder ein bisschen, was in der Kirche als gefeiert wird. Einige sind nächstes Jahr wohl wieder mit dabei. Und Pfarrer Müller freut sich über jeden, der jetzt auch neugierig geworden ist, auf die Schönheit und die Vielfalt der Liturgie.